Dankeschön. Ja, ich bin wahnsinnig froh, hier zu sein, ehrlich gesagt, weil ich bin heute mit dem ICE von Frankfurt nach Köln gefahren. Eine Strecke mit, ich glaube, 400 Tunnels. Du hast null Handyempfang. Neben mir ein Typ, trotzdem die ganze Zeit telefoniert. Oder sagen wir es mal, er hat es versucht. Er hat nämlich die ganze Zeit genau einen Satz gesagt. Ja, ich habe hier ganz schlechten Empfang. Nee, der Empfang ist wirklich sehr schlecht hier. Ja, ist wirklich sehr schlecht. Nee, ich habe wirklich sehr schlechten Empfang. Als er aufgelegt hat, ich konnte es mir nicht verkneifen, habe ich nur gefragt, Entschuldigung, haben Sie hier eigentlich guten Empfang? Übrigens, wenn ihr eure Mitreisenden mal in den Wahnsinn treiben wollt, ja, auf so einer Strecke mit null Handyempfang, ja, kleiner Tipp von mir, ja, holt einfach mal euer Handy raus, haltet es ans Ohr und sagt irgendwie so, nein, ich verstehe dich fantastisch, erzähl weiter. Köstlich. Und dann noch so auflegen und tun, als würdest du E-Mails checken. Weißt du, so da. Ich habe erwachsene Männer weinen sehen, Freunde. Was mich wirklich fertig macht, die Leute plärren ja auch mittlerweile so ganz privaten Scheiß so durch die Bahn durch. Weißt du, ganz private Gespräche werden in voller Lautstärke im ICE geführt. Und ich habe mir das jetzt angewöhnt. Bitte mach das auch. Wenn bei mir im Abteil jemand so ein ganz privates Gespräch führt und dann auflegt, dann führe ich das Gespräch mit ihm weiter. Nein, bitte mach das mal. Einfach mal von hinten durch den Sitz durchlehnen. Und einfach mal so fragen, Entschuldigung, was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe. Es gibt nur eins, was noch schlimmer ist als das Geplapper. Das sind Menschen, die essen im ICE. Ich weiß nicht, wie ich es schaffe. Ich sitze immer am Vierertisch. Immer. Und heute auf der Rückfahrt mir gegenüber eine 80-jährige Frau, die ganze Zeit Vollkornbrote gegessen hat. Ja. Und zwar Vollkornbrot. Weil das ist richtig so Kürbisbrot mit ganzen Kürbissen. Und Leute, ich schwöre euch, sie hat sich bei jedem einzelnen Bissen verschluckt. Bei jedem. Und weißt du, wenn dir eine 80-jährige Frau gegenüber sitzt, ja, und es geht so. Freunde, da kriegst du Angst. Leute, ich habe unter meinem Tisch schon heimlich Luftröhrenschnitt gegoogelt. Weil bitte, warum muss man mit 80 überhaupt noch Vollkornbrot essen? Kann mir das mal... Damit man lange lebt? Mission erfüllt. Bitte, mit 80 esse ich doch kein Vollkornbrot mehr. Freunde, mit 80 gehe ich morgens zum Bäcker, kaufe mir 3 Croissants, 2 Pain au Chocolat, mache eine Flasche Wein auf und schüre den Raclette-Grill an. So schaut's so aus. Ich erstick doch lieber an einem Mancherie als an einem Dinkelkeks. Dieser scheiß Gesundheitswahn, ich werde mittlerweile bekloppt. Nächste Sache, E-Zigaretten. Oh mein Gott, haben wir Raucher heute hier? Bitte mal melden, Raucher, irgendjemand, der raucht. Bitte. Ja, bitte, wenn ihr raucht, raucht richtig. Rauchst du richtig, so richtig mit Tabak und Rollen und Teppichreste rein. Und nein, machst du auch E-Zigaretten? Hör auf, bitte, ich kriege immer Angst. Wenn mir in der Fußgängerzone jemand mit einer E-Zigarette entgegenkommt, denke ich immer, oh Gott, ein Irrer mit einer Flöte. Ich warte immer darauf, dass mir die Leute vor die Füße hüpfen und schreien, lausche meiner Melodie. Gut, einen Vorteil haben E-Zigaretten. Falls irgendjemand von euch mit dem Rauchen angefangen hat, weil es cool war, das ist vorbei. Tut mir leid, E-Zigaretten sind ungefähr so cool wie so eine Brille mit so einem zugeklebten Auge. Habt ihr mal das Gesicht gesehen, das man macht, wenn man E-Zigarette raucht? Dieses wie früher in dieser Bravo, diese Reportagen, weißt du, so Vanessa, 16, mein erster Blowjob. Jetzt haben sie ja überall auf den Zigarettenpackungen diese Schockbildchen drauf. Das ist deswegen auch so lustig, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, gibt es dafür schon Panini-Alben eigentlich? So, nein, ist ja auch irgendwie kommunikativ, kann man so ein bisschen tauschen, irgendwie so, hey, ich habe die Raucherlunge doppelt, krieg ich dein abes Bein oder so. Und besonders geil finde ich ein Bild, das habe ich gesehen, da ist eine Frau, die schiebt einen leeren Kinderwagen vor sich her und daneben steht, Rauchen schädigt ihre Spermatozoen und kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. So, jetzt muss ich mal sagen, wenn diese Frau den ganzen Tag einen leeren Kinderwagen vor sich her schiebt, Freunde, das sind die Spermatozoen aber das allerkleinste Problem, oder? Entschuldigung. Ich,
Ich muss sagen, ich rauche ja nicht, aber ich würde gerne rauchen, weil ich würde mir immer genau diese Schachteln kaufen. Die mit dem Spermatozonenhinweis. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich bin schwul und ganz ehrlich, mir doch scheißegal, wie meine Spermatozonen aussehen. Leute, meine Spermatozonen können von mir aus 3 Köpfe haben und 5 Schwänze und im Dunkeln leuchten. Also, mir doch, ich würde immer ins Kiosk gehen und würde sagen, die Schachtel will ich. Und wenn der Verkäufer dann sagt, oh, aber du weißt, das kann deine Spermatozonen schädigen, würde ich sagen, pah, für meine Zwecke reicht's. Dankeschön, das war's. Mark Hoffmann!